Es ist so schwer, Ambivalenz auszuhalten, und es ist so schwer zu sagen, ich fühle mich hilflos, erschüttert und traurig. Da nehme ich doch lieber die Heldenstilisierung. Herrliche Selbstberuhigungsdroge. Wirkt nur nicht so lange. Eine Frau, der diese Heldenverehrung unheimlich ist, ist die Journalistin Sabine Rennefanz. Hallo Frau Rennefanz. Hallo Herr Rose. Sie schreiben im Spiegel, mich erschreckt, mit welcher Einmütigkeit und Kritiklosigkeit der ukrainische Präsident gefeiert wird. Woher rührt denn Ihr Unwohlsein? Ja, das soll eigentlich gar keine Kritik an dem Verhalten von Präsident Zelensky sein. Das soll eigentlich eher eine kritische Auseinandersetzung sein damit, wie wir, also als Westen, mit Zelensky umgehen. Also ich habe diesen Konflikt mit Russland, der ja schon eine Weile, also zwischen der Ukraine und Russland, der ja schon eine Weile im Gang war, seit der Krim-Annexion. Ich beobachte das seit längerer Zeit, die Aggressionen auch. Und ich erinnere mich halt noch sehr gut daran, dass ja Zelensky nicht besonders wohl gelitten war, auch bei der damaligen deutschen Bundesregierung unter der Kanzlerin Angela Merkel. Sie hat ihm auch sehr spät zu seinem Sieg damals gratuliert und auch noch vor relativ kurzer Zeit, also vor ein paar Wochen bei der Münchner Sicherheitskonferenz, da wurde auch so ein bisschen fast das Betteln, das Flehen des ukrainischen Präsidenten um Hilfe, weil die russischen Truppen schon vor der Tür standen, fast so ein bisschen belächelt, und er bekam keine Hilfe. Na, und jetzt ist das so innerhalb kürzester Zeit, also das macht einen fast schwindelig, ist das gedreht, und er ist jetzt der mutigste Mann der Welt, so schrieb es der Stern, der Mann, der die westliche Welt verteidigt, so las man es auch im New Yorker. Also das ist mir zu schnell und das ist mir zu viel. Und da fehlt mir einfach auch so ein bisschen erstmal Selbstkritik, Analyse, was haben wir eigentlich falsch gemacht, und ja, also natürlich auch zu gucken, also so eine gewisse Distanz zu schaffen. Ich weiß, das klingt immer so ein bisschen kalt, wenn man das sagt, aber mir geht es überhaupt nicht darum, jetzt irgendwie Putins Angriffskrieg zu relativieren. Aber ich finde, man muss halt trotzdem irgendwie bedenken, dass wir jetzt, also erstmal gucken, was man selbst falsch gemacht hat, ja. Als dieser neue Held geboren, habe ich den Eindruck, und Sie sagen, die Not von Zelensky wird romantisiert und verkitscht, jetzt so in der Wahrnehmung, weil wir, das ist so die Sehnsucht nach der alten Männerrolle, also der Mann zieht in den Krieg, die armen Frauen und Kinder flüchten, und die Männer gewinnen den Krieg, sie beschützen die Frauen und Kinder und sind die, das ist so das alte Männerbild ist eigentlich zurück, oder? Ja, das alte Männerbild, und also alles, was Zelensky so vertritt, das ist so Stärke, Selbstbewusstsein. Ich stehe hier, auch so Nationalismus. Also wenn er so sagt, er hat keine Angst, weil die Ukraine ist bei ihm. Das sind ja Sätze, wenn man die vor ein paar Monaten gehört hätte, wäre da ein gewisses Unwohlsein auch gewesen. Und ich will das gar nicht kleinreden, was er macht. Er verteidigt sein Land. Das kann man anerkennen. Das muss man respektieren. Aber das müssen ja nicht unbedingt also unsere Werte sein. Also Deutschland ist ja, soweit ich weiß, nicht im Krieg mit Putin. Also, und es ist ja auch so, also es gibt jetzt ganz viele Gefühle. Und diese Gefühle scheinen mir so eine Entlastung zu sein für das eigene Nichthandeln zuvor. Also ich sehe noch die Frau Lambrecht, Verteidigungsministerin, vor mir, die sich so auf die Schultern klopft, weil sie der Ukraine 5000 Helme geschickt hat. Also es passt irgendwie nicht zusammen. So erst so totales Desinteresse und nee, lieber nicht. Und jetzt quasi macht so Zelensky die Arbeit für uns, und man kann sich so daran erfreuen, ja, er macht das schon, er weiß, wo es lang geht, und wir müssen im Prinzip, ja, wir sind irgendwie hilflos. Wir müssen nicht mal, also heute, das war ja irgendwie jetzt noch so das i-Tüpfelchen, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber das ist natürlich schon extrem verstörend, dass es diese Rede von Zelensky im Bundestag gab, aber gar keine Diskussion dazu. Also das passt eigentlich dazu. Wir haben keine eigene Stimme im Prinzip. Dieses Archaische, das scheint ja eine unheimliche Anziehungskraft und eine Ausstrahlung zu haben, diese Ehre, Kampfbereitschaft, Stärke und eben auch Nationalismus, für sein Land zu kämpfen, die Fahnen, die Nationalflaggen, das Unwohlsein, das ist schwer kann man ja auch schwer äußern, denn Menschen, die jetzt von Feigheit reden, also die Kollegin Hanna Lakomi schreibt ja vom Lob der Feigheit, und auch der Georg Gleisen schreibt, möglich, dass
der Waffenverweigerer ein größerer Angsthase ist als der vermeintliche Held, der zu seinem zusammenbrechenden Gefechtsstand bis zur letzten Patrone verteidigt. Ein Blick in die Militärgeschichte offenbart allerdings, dass es häufig größere Dissertationsbewegungen waren, die das Ende eines Krieges einleiteten. Nicht die Mutigen, die Feigen bringen den Frieden. Das sind im Moment unpopuläre Sichten, oder? Ja, das sind total unpopuläre Sichten. Das ist wirklich verblüffend, wie Leute, die Zivildienst gemacht haben, die mit Waffen nichts am Hut hatten, plötzlich fordern, die NATO müsse sich da einschalten und russische Flugzeuge abwerfen. Also ist diese junge Männer, die in Deutschland aufgewachsen sind hier und die plötzlich in die Ukraine, in den Krieg ziehen wollen. Das ist wirklich ganz verblüffend und auch erschreckend, diese Anziehungskraft. Und was ich aber fast noch erschreckender finde, dass, wenn man das artikuliert, dass man dann ganz schnell in so eine Ecke gedrängt wird, als würde man ja irgendwie den Krieg von Putin relativieren, obwohl es ja eigentlich nur eine Beobachtung ist und auch eine Frage, ja, wie ist es denn jetzt eigentlich mit unseren Werten? Also wie ernst war das denn eigentlich gemeint, dass wir ja, also auch so eine neue, das ist also die neuen Männer, die neuen Väter, also so eine größere Sensibilität, Fragen wie Geschlechtergerechtigkeit, Partizipation, war uns das alles dann doch nicht so wichtig? Also ich bin im Moment auch ein bisschen verwirrt, muss ich sagen, was uns eigentlich wichtig ist. Sie schreiben ja auch, es gibt bestimmt auch in der Ukraine Männer, die nicht kämpfen wollen, die keine Waffen tragen wollen. Was ist mit ihnen? Warum gibt es kein Recht darauf, nicht kämpfen, also nicht töten zu müssen? Und was ist mit den Familien, die zerrissen werden? Das wird so nebenbei erwähnt, dass die jungen Männer oder die wehrfähigen Männer das Land ja gar nicht verlassen dürfen. Die haben ja nicht mal die Wahl, wegzugehen, zu sagen, ich mache da nicht mit, ich möchte nicht töten. Das geht für mich zumindest ein bisschen unter, oder? Ja, das wird eigentlich kaum thematisiert. Das ist ja auch eine Entscheidung des Präsidenten gewesen. Also, und da sieht man halt, dass es da wirklich einfach andere Werte gibt und dass das eigentlich was ist. Also ich persönlich finde das ganz, ganz schrecklich und ich denke, ich finde das auch furchtbar, wie das dann zum Teil, da sind wir wieder dabei, wirklich in den Zeitschriften und Medien romantisiert wird, wenn man dann irgendwie die Paare sieht, die sich dann so trennen müssen und er bleibt und er geht. Und da wird so getan, als sei das so heroisch und die Opferbereitschaft. Aber ich sehe da was ganz anderes. Ich sehe da nämlich wirklich das Leid und diese Trennung und der Schmerz. Und jeder weiß doch, also gerade wir Deutschen wissen doch eigentlich, was Krieg mit Menschen macht. Also das wurde alles über die Jahrzehnte erforscht und beschrieben, was der mit den Seelen macht, was der mit den Körpern macht und dass die Menschen, dass es einfach ganz, ganz tiefe Wunden hinterlässt und dass das gar keine Rolle spielt in der Debatte. Das hat mich so verblüfft und das verblüfft mich auch immer noch und ich kann es Ihnen auch nicht richtig erklären, vielleicht liegt es an dem Schock oder auch an der, dass man sich auch selbst bedroht fühlt von Putin. Also der Zelensky hat ja auch gesagt, ja, der Putin hört nicht auf. Er steht dann demnächst an der Berliner Mauer, womöglich, also ich kann verstehen, warum er das sagt. Er braucht natürlich diese Unterstützung auch. Ich kann nicht einschätzen, inwieweit das stimmt. Ich weiß nicht, ob überhaupt irgendjemand außer Putin selbst weiß, was er will und wie weit er bereit ist zu gehen. Ich glaube auch nicht, dass es da so einen Masterplan gibt, wenn ich mir da jetzt diesen Krieg in der Ukraine anschaue. Vielleicht brauchen Sie also ja mehr Eleganz und Angstfreiheit. Das ist ja das, was Herr Tobias Rapp geschrieben hat. Das haben Sie ja auch kritisiert. Also Zelensky wird mit Eleganz und Angstfreiheit symbolisiert. Das ist ja so ein neues, modernes Männerbild. Da kann man nur hoffen, dass jetzt das System Ausnahmezustand geschuldet ist, oder? Total. Also wenn das jetzt, das ist ja ein sehr altes Männerbild, ne? Das ist eigentlich so, so Sean Connery als James Bond, ne? Also auch so eine finde ich, sehr ästhetische Sicht auf einen brutalen Krieg und auf eine brutale Notsituation,
dieses Mannes. Und das ist so, also das ist auch wirklich so, wo man so sagt, sowas kann man dann irgendwie aus dem Homeoffice zu Hause schreiben, wenn man den Krieg wie so eine Fernsehserie konsumiert. Das ist natürlich was, was uns alle, also womit wir alle irgendwie zu tun haben, diese Bilder, ne? Und ich sehe halt schon auch die Gefahr, ja, dass man das, wie gesagt, so konsumiert wie so eine Netflix-Serie mit allen Gefühlen und dadurch irgendwie dann zu solchen seltsamen Bewertungen kommt. Auf der anderen Seite wäre dann die Hoffnung, wenn das so ist, dass das dann womöglich jetzt kein langfristiger Wertewandel ist, sondern ja eher dem Ausnahmezustand geschuldet, wie Sie auch gesagt haben. Ja. Kommen wir nochmal zum Staatsverständnis. Wie sehen wir den Staat, der wir ja möglicherweise sind? Also Hanna Lokomi, die ich schon zitiert habe, sagt dazu, es gehört zum Selbstverständnis westlicher, freiheitlicher Demokratien, dass der Staat um seiner Menschen willen da zu sein hat und nicht die Menschen um des Staates willen. Also Lob der Feigheit. Ja, hat das auch ein bisschen was mit unserem Staatsverständnis zu tun? Also wofür wir kämpfen oder einstehen oder eben nicht? Ja, ich glaube schon. Also das ist jetzt die Frage, ob wir das eigentlich, also mir fehlt eigentlich so ein Selbstverständigungsdiskurs. Wofür stehen wir eigentlich ein? Also ich dachte zum Beispiel, dass wir eigentlich gegen Militarisierung und gegen Nationalismus sind, also für eine diverse, plurale, offene Gesellschaft, in dem wirklich jeder auch frei ist. Und jetzt wird irgendwie ein Heldentum heroisiert oder ein Staat heroisiert, der die Männer einsperrt, wenn ich das so zuspitzen darf. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, ob das gut ist. Womöglich hatte die Ukraine jetzt keine andere Möglichkeit. Aber ich würde mir da so ein bisschen mehr Distanz wünschen. Die Empathie und das Mitfühlungsvermögen oder Einfühlungsvermögen ist ja relativ groß, die Anteilnahme. Und auf der anderen Seite, wenn ich mich zurückerinnere, 2015 war das auch so. Dennoch gibt es jetzt Aussagen, nicht nur von Militärexperten, die sagen, ja, die jungen Männer, die 2015 hierher gekommen sind, die hätten ja auch mal schön für ihr Land kämpfen können. Die sind ja auch so stark und wehrfähigen Alter. Und der afghanische Präsident hat ja auch sein Land verlassen und so weiter. Da ist dann die andere Seite, das sind dann diese schlechten Flüchtlinge, die feige sind. Da ist mir zum Beispiel unwohl. Wie geht's Ihnen? Ja, also da ist mir auch ein bisschen unwohl, auch wenn ich natürlich sehe, dass zum Beispiel die ukrainischen Flüchtlinge vieles von dem sofort bekommen, wofür andere aus anderen Regionen wie Syrien oder Afghanistan schon seit Jahren warten. Also sei es jetzt irgendwie Internetverbindung oder Fahrkarten oder so. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man das den Ukrainerinnen und Ukrainern nicht geben soll, ganz im Gegenteil. Aber ich finde, da müssen wir uns irgendwie im Spiegel angucken, was ist das eigentlich und was sind eigentlich auch die Schlussfolgerungen aus der Aufnahme der vielen Flüchtlinge aus der Ukraine. Also das stellt doch eigentlich unsere gesamte bisherige Flüchtlingspolitik in Frage. Wie können wir denn die Leute aus der Ukraine so aufnehmen und andere aus Syrien, aus Afghanistan, die halten wir uns fernab in griechischen Lagern, die dort unter entsetzlichen Bedingungen leben. Also das wirft schon alles sehr, sehr viele Fragen auf. Die Ambivalenz auszuhalten, damit bin ich eingestiegen, das ist, glaube ich, die größte Schwierigkeit, das in uns auszuhalten, die Widersprüche, oder? Total. Aber da ist man ja als Ossi vielleicht so ein bisschen also ich habe das Gefühl, dass ich da so die Erfahrung der Wende, ich will das jetzt nicht überhöhen und ich will das auch überhaupt nicht vergleichen, aber nur für mich jetzt, also auf gar keinem gesellschaftlichen Level, ich will auch gar nicht von Zeitenwende reden, aber so für mich persönlich, also ich ziehe daraus meine Ressource, diese Widersprüchlichkeiten, auch diese Gefühle auszuhalten. Also es ist ja wirklich einfach total heftig, mit diesem Leid konfrontiert zu sein, auch vielleicht natürlich sich selbst zu fragen, ganz ähnliches Leid gab es in Syrien, in Aleppo. Warum hat mich das nicht so tangiert? Warum hat mich das nicht so interessiert? Also ich stelle mich da auch durchaus so selbst auch ein bisschen in Frage, was mich so von der Welt interessiert hat. Da konnte man ja auch wirklich ganz viel sehen, wie Putin vorgeht oder Grozny in den 90er Jahren. Das hatte ich auch vergessen. Also so diese, also sich selbst auch in Frage zu stellen, die Gefühle auszuhalten, zu wissen,
dass man nicht sofort auch vielleicht darauf reagieren muss, sondern vielleicht nochmal kurz nachdenken. Naja, das ist was, wo ich sage, das ist schon ganz gut, wenn man das kann, aber das ist natürlich schwer, wenn man mit so extremem Leid konfrontiert ist. Ich erinnere mich an 89, wir haben uns über die Freiheit gefreut, über den Fall der Mauer, und parallel war auch in Europa Krieg, nämlich in Jugoslawien, und das war ziemlich weit weg, also erstmal, dann später nicht. Auch interessant, oder? Das ist total interessant, dass wie Sie das jetzt so formulieren, so genauso empfinde ich das eigentlich auch, dass das sehr weit weg war, also wie auf einem anderen Kontinent, und aber natürlich auch dramatische Entwicklungen, also diese ganzen Debatten dann auch um Srebrenica und so. Es hat aber, gut, ich war damals jünger, ich war damals mit anderen Dingen beschäftigt, aber meine Erinnerung ist auch, dass das jetzt nicht so die Menschen, also dass das jetzt nicht so das ganz große Thema war, dass alles andere in Deutschland dominierte. Man müsste man sich noch mal angucken, wie das war. Also sicher später Kosovo und NATO Einsatz, das hat vielleicht eher, weiß ich auch nicht, ob es da auch so eine große Anteilnahme gab. Das müsste man sich noch mal angucken. Es war doch eher eigentlich so, wenn ich mich jetzt recht erinnere und ins Nachdenken komme, dass der Krieg in Jugoslawien dazu geführt hat, dass hier in Deutschland das Asylrecht verschärft wurde und dass diese Reden von der CDU damals gehalten wurden, von CDU-Politikern, das Boot ist voll und so. Also es war eigentlich eher eine Verschärfung und ein sehr unfreundliches Gesicht, das Deutschland da gezeigt hat. Ja, so ist auch meine Erinnerung. Und was auch kein Asylgrund war, war Dissertation. Also die Feigen, die sollten gefälligst zu Hause bleiben. Ah, ja. Lob der Feigheit und der Ambivalenz. Ich hoffe, dass wir bald wieder sprechen, dass wir beide mit unseren Ängsten umgehen können. Jetzt haben wir uns beide aufgewühlt. Vielleicht reden wir das nächste Mal über Ihr neues Buch. Das ist ja mal was Positives, wobei das Thema auch nicht so toll ist, oder? Ist auch nicht so toll, nee. Tut mir leid. Es ist halt vor allen Dingen bitter. Ich hatte irgendwie schon auch gedacht, dass jetzt, wenn wir das Ende der Pandemie so langsam erreichen, dass man sich auch mal hinstellt und guckt, was haben wir eigentlich gelernt, es muss so viel getan werden, also gerade im Bildungssystem, Fragen, seelische Gesundheit, Therapieplätze, Kinder, also ich meine, und das ist alles ziemlich kaputt, und da kommen jetzt irgendwie ganz viele neue Herausforderungen drauf. Und ja, also eine Kindergartenleiterin hat mir gestern gesagt, also wir haben 2015 noch nicht verarbeitet, und jetzt kommt die nächste Flüchtlingswelle und wieder ganz viele Kinder, und wir haben keine Ressourcen, wir haben keine Leute, wir haben keine Therapieplätze. Also das ist schon auch alles echt bitter. Also es ist gerade keine richtig schöne Zeit. Nee, wir sind ja auch so ein armes Land. Frau Rennefanz, danke fürs Gespräch. Alles Gute für Ihr Buch. Wir sprechen uns bald wieder, hoffe ich. Und ansonsten werde ich von Ihnen lesen. Vielen Dank fürs Gespräch. Musik.